Ich habe darauf gewartet, dass die Leute was sagen. Ja, ja, irgendwie auch. Wir wollten euch den Vortritt lassen. Ja, ganz genau. Wir moderieren dir immer entweder der eine oder der andere an. Lass doch mal was neu machen. Ja, heute ihr. Ganze Runde, die ganze Staffel Spiele mit Bart, die jetzt kommt, kommt von euch. Nein, doch. Oh. Das stimmt, denn das Spiel, was wir spielen werden, das wurde uns zugeschickt. Ja. Insofern? Insofern korrekt. Als Empfehlung. Soll ich es hochhalten? Du kannst es gerne hochhalten. Ich weiß gar nicht, welchen von diesen vielen Aufklebern ich zuerst vorlesen soll. Es sind alle fantastisch. Den hier oder? Ja, gut. Fangen wir mal an mit 6 CDs. Geil. 6? Am liebsten habe ich die 6. Das war noch Zeit. Fast eine DVD. Und dann steht da noch ein Band exklusiv, gedreht in Deutschland. Deutschland. Wenn ihr mal sehen wollt, wie es damals, vor 20, 25 Jahren in Deutschland. Deutschland. Ja, es ist so mehr oder weniger schon fast historisches Dokument mittlerweile. Halt es mal dran, das findet man sonst nur in einem Museum. Das gehört in ein Museum! Das ist ein bisschen hell. Ist ein bisschen, man kann es schwer erkennen. Aber das Wunderschöne auch hinten noch so, da sind einfach schon die 3 Bilder, die euch eigentlich zeigen sollten, um was es hier gleich gehen wird. Also man sollte eigentlich denken, wenn man es aus dem Regal im Spielefachgeschäft rausnimmt, diese Screenshots sollten es einem verkaufen, das Spiel, und nicht nur... Ja, damals denkt man halt, okay, ja, sieht ein bisschen bedrohlich aus, aber ja, so dunkel und Blau-Orange-Kontrast kannte man damals schon. Blau, da ist er wirklich hier in der Mitte blau, drumherum orange. Ja. Ja. Wenn wir es nicht erwähnt haben, Gabriel Knight 2. Genau. Das Beast in dir oder The Beast Within steht auch auf der Verpackung drauf. Das Spiel, das finde ich sehr gut, weil das hat sich als Vorteil nach Phantasmagoria 2 herausgestellt. Ja. In Deutsch ist es umso dümmer. Ich bin geil. Das freut mich. Was du mir erzählt hast, hat mein Herz hüpfen lassen, weil es einfach ein perfektes Spiel für diese Reihe zu sein scheint. Hoffen wir mal drauf. Also eigentlich, die sollen ja qualitativ recht hochwertig sein. Ich habe die nie komplett wirklich gespielt. Mal ein bisschen vom ersten, ein bisschen vom dritten, um mir dieses Ziegenrätsel anzugucken, einmal von dem alle reden. Aber gerade den zweiten, das einzige Full-Motion-Video-Adventure, hatte ich nie gespielt. Jane Jensen ist ja die Autorin, die macht ja recht gutes Zeug. Jane Jensen. Aber wie willst du ein gutes Adventure machen mit Schauspielern in Bayern? Was trinkt denn der da mit seiner Dame? Key Royale, Herr Generaldirektor. Ja. Ich lese mal vor. Lies mal bitte vor. Wo der Schatten endet, beginnt die Jagd. Jane Jensens reicher, dunkler Fantasie entspringt der nächste Gabriel Knight-Krimi. Fantasie? The Beast Within. Fantasie. 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 Diesmal finden wir den Schattenjäger Gabriel und seine Assistentin Grace Nakimura. Das ist wahrscheinlich eine Schwedin, haben wir vorhin schon. Ja. Klingt Schwedin. Mütterlicherseits. Verstrickt in ein mörderisches Geheimnis auf die andere Seite der Welt. Wäre gut, wenn man jetzt wissen würde, wo sie anfangen, dass man die andere Seite der Welt auch... Man müsste, wenn das Spiel jetzt in Deutschland spielt, einfach mal quer durch und gucken, wo du landest auf polynesischen Inseln. Aber ich glaube, die meinen, dass es durch den Mittelpunkt der Erde geht. Das ist, glaube ich, das Abenteuer hier. Sie schlüpfen in die Rolle sowohl von Gabriel als auch von Grace, die nach München reisen, um eine Serie von Morden aufzuklären. Bayer auf Rügen! Ja, nein, andersrum! Ein nicht Bayer in Bayern. Ein Bayer in Bayern. Lahme Pilot, der leider nie angenommen wurde. Das fängt schon gut an. Moment, ich bin noch nicht fertig. In München, um eine Serie von Morden aufzuklären, bei denen eine Mos Bier ein Teil des Rätsels ist. Nein, natürlich, das habe ich gerade hinzugefügt. Hast du es erfunden, weil ich bin mir nicht sicher. Doch heute habe ich genug und nein, jetzt möchte ich ein Mos Bier. Bei denen die Verstümmelung das Werk eines Werwolfs zu sein scheint. Oh. Gabriel muss sich dabei seinen eigenen Dämonen stellen. Warum müssen die sich immer auch ihren eigenen Dämonen stellen? Ein Klempner, der muss doch auch nicht immer erst noch bei sich selbst klempnern, bevor er irgendwie... Vor allem, ich finde, es ist sehr vermessen, wenn man sagt, die eigenen Dämonen, als ob die irgendwie was miteinander zu tun haben. Vielleicht der eigene Dämon meiner ist einer, der gerne Streiche spielt oder so. Ich weiß es nicht. Ja, so ein belangloser Dämon, der eigentlich nichts wirklich Böses vorhat. Der das Fenster immer offen lässt, einen Spalt, wenn man zu Hause weggeht oder so. Ja, auch so ein Dämon, der gar keinen Bock hat, gegen einen Werwolf anzutreten. Der innere Dämon sagt vielleicht, oh, jetzt spinnst du, das ist ein fucking Werwolf. Was erwartest du von mir? Ich bin die Art von Dämon, die dir deine Steuererklärung zu spät machen lässt. Was ist das schlechteste Buffy-Spin-Off ever? Ich hab die Nase gestrichen voll. Ich will nicht immer der Freak sein, der Insekten frisst oder die Syphilis kriegt. Die Jäger werden zu Gejagten. Und die einzige Hoffnung auf Erlösung
Er fordert mindestens Windows 95 oder Windows 3.1, DOS-CD-ROM und vieles mehr. Soundblaster. Du glaubst nicht, was für ein Aufwand es war, das jetzt zum Laufen zu bekommen. Also das glaube ich dir. Das glaube ich dir wirklich. Verzweifelte Maßnahmen steht hier im Original und ja. Ich glaube, das waren sie, damit es hier läuft. Wir werden gleich das Intro uns mal angucken. Wir haben hier stimmungsvoll das ein bisschen düsterer zurecht, weil wir haben das Gruseligste genommen, was wir jetzt hier gerade gefunden haben. Wir haben nur zwei Totenköpfe gefunden, aber es ist ein Anfang. Jeder Totenkopfhaufen muss irgendwo anfangen. Eben, du musst, so wie bei Skyrim, ja, wo einige Leute einfach Totenköpfe sammeln. Irgendwann gehst du Haustür, machst du auf, Totenköpfe fallen dir entgegen. Das Problem ist, wenn du davon damit einen Sammelfetisch hast, wenn es irgendwann keine mehr gibt, dann musst du dir welche machen. Und dann kommst du mit dem Gesetz in Konflikt. Oder du hast wirklich auch da schon alles ausgeschöpft. Und der letzte Schädel steckt in einem drin. Erst wenn du auf allen menschlichen Schädeln der Welt sitzt, wird dir auffallen, dass du selber nur dass du auch einen hast noch. Ja, es ist nicht immer alles zu diesen indianischen Sprichwörtern kompatibel. Nee. Wir versuchen es aber. Es verliert sich in der Übersetzung. Ja, genau. Da verliert sich das. Ja. Ja, wir haben die Stimmung adäquat gesetzt. Ich wollte eigentlich, da das Spiel in Bayern spurt. Ja? Spiele mit Bayern. Spiele mit Bayern. Wollte ich eigentlich schön uns jeweils so ein Hefeweizen so dazu holen. Es gab weder... Spiele mit Mars. Spiele mit Mars. Es gab weder eine Mars irgendwo hier in der Redaktion. Oh, ja, das noch stimmt. Zumindest ein Hefeweizen. Deshalb habe ich zumindest... Hast du? Da habe ich zumindest Bier aus Bayern mitgebracht. Ein Rocket Bier. Ein ordentliches Rocket Bier aus denn. Bayern. Ein Spitzenpilz. Puls. Gefällt mir. Ich mach's dir direkt mal auf. Ja, mach mal Urf. Und ich möchte auch nur sagen, damit es kalt bleibt, ich habe noch mein Abendessen gekauft, ein bisschen tiefgekühlten Razzian-Topf. Oh, das ist schön. Ich habe heute auch Tiefkühlware gekauft und zwar waren das ganz viel Wassereis. Jedes Mal, wenn einer der Supermärkte in der Umgebung Wassereis verkauft, flippe ich völlig aus und dann wirklich wie so ein Wahnsinniger. Zack! Und dann sieht mich jemand, zack, 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 zack und dann habe ich 5 Packungen Wassereis und ich lutsche die den ganzen Tag. Lutsche ich dir den ganzen Tag Wasser. Aber du frierst die ab vorher ein, oder? Ja. Ich kannte mal einen bei mir in der Schule. Ich kannte mal einen in der Schule, der hat sich immer von der Mama die einpacken lassen, ungefroren. Ja? Der hatte Frühstück, der zwei Wassereis. Der hat sein Frühstücksbrot gehabt und hier sein Capri-Sonne oder andere Äquivalente, wir wollen ja jetzt hier keine Marken nennen. Und da waren immer so ein oder zwei dieser, weißt du, diese länglichen mit den Farben und so weiter. Hatte gerne noch mal hinterher. Schmeckt, finde ich, als alles besser. Finde ich auch. Vielleicht sollte ein Brötchen einfrieren. Das wäre was gewesen. Ja, das gab es dann, genau. Brötchen dann, ich würde sagen, ja, Prost! Wir stoßen an lieber. Und starten das Spiel, ne? Dean Erickson. Juan Takahashi. Takahashi. Rat mal, welche Rolle sie spielt. Ja. Oh, okay, ist ein Trailer, oder was? Sieht fast aus wie ein Trailer. Sag mal. Hat er jetzt die Hosen hochgezogen, weil Hochwasser ist? Nee, oder was Bayern war das? Da auch altdeutsche Schrift, so wird in Bayern gedruckt. Das war so, zieh dir die Hosen hoch. Ja, ist Bayern. Das ist die furchterregende, blablabla, des Jahres 1750. Ja. Die furchterregenden Kindermorde oder Rindermorde? Nee, Kindermorde. Rindermorde des Jahres. Nee, ich würde schon sagen Kindermorde. So ein furchterregendes Rind wirst du nicht finden. Ja, aber Rinder gibt es noch viel mehr in Bayern. Ja, jetzt nicht mehr, ne? Jetzt gibt's nur noch Kinder. Da. Mama, ich will dieses scheiß Lätzchen nicht anziehen. Doch, du wirst halt's Maul und geh in die Kirche. Das ist ein seltsames Intro, wenn ich das mal so... Irgendwie habe ich das... Es wirkt so wie eine Soap. Na, sie machen viel Pause bei den einzelnen Szenen, um da die Titel drüber zu blenden. So kannst du auch strecken. Du drehst einfach vier, fünf Bilder ja, und dann hast du schon ein 10 Minuten langes Intro. Oh, den Effekt haben wir auch mal gemacht, wo wir kein richtiges Feuer hatten. Well, you could see about it. Komm! War das gerade Deutsch? Ich glaube schon, ja. Die Kutsche wartet. Komm! Und natürlich ist es Sierra. Was denn sonst? Ich mag ja Sierra, ich hab die gern. Die haben viel in meiner Jugend und Kindheit haben die viele Sachen gemacht, wo ich mir die Zähne ausgebissen habe. Also. Da ist nicht gedacht, dass es dich nicht aufzugeben und zu cheaten und nachzublättern, wo immer es geht. Es härtet ab. Wenn du diese Erlebnisse nicht gehabt hättest früher, würdest du heute hier sein, ja? Du hättest Erfolg, du hättest Geld, weniger Traumata. Das denkt sich der Junge auch. Warum brennen die jetzt den Jungen einfach was ab? Was soll denn das? Und vor allem der Junge? Ja, ich bin... Jo, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt.
Die haben gesagt, wir haben die ganze Zeit zusammen. Alter, wie geil. Das haben, schon gut an. Haben die ihm noch den Frack angezogen? Jetzt ziehst du schön, zieh deinen Verbrennungsanzug an. Nicht einfach so. Das ist ja geil. Das ist ja herrlich. Ich glaube, sie haben dem Jungen im Greenscreen gesagt, was war. Nee, wahrscheinlich nicht. Guck mal ein bisschen, guck mal nur mal ein bisschen sauer oder sowas. Und im letzten Moment, damit die Eltern nicht zu hören, so die Anleitung, ne? Was soll mein Sohn hier spielen? It's the Iron Spider, it's poison and one bite. Oh, look out, I'm an excellent fighter. The creepers and the zombies, other mobs of the night. Spiders give you some strain in the eye. Nein, nein! Ja, ja. Ist alles der gut. Er soll nur verbrennen. Wir brauchen er soll nur ein klein wenig verbrennen. Eine klitzekleine Verbrennungsszene. Mach mal die Lautstärke ein bisschen höher für uns, damit wir den Deutsch auch gut hören können. Ey, das ist aber, wenn ich da direkt schon jetzt anhaken kann, ist wundervoll, weil es hat ja so ein. Also, es hat ja jetzt schon diesen trashigen Charme, dass man sagt, sie versuchen wirklich Krimi, anständige Krimi-Unterhaltung zu bieten, sag ich mal, mit wahrscheinlich Effekten wie einem Werwolf, der dann in drei Stufen metamorpht von also Mensch zu Wolf. Und all diese Effekte und dieser Billo-Kram, ja, mit Greenscreens, das ist genau das, was wir brauchen. Und dann noch beide. Früher hätte das eben Hunderttausende von Mark gekostet. Heute ist es eine weiche Blende im Schnittprogramm, ne, ja. wie die Verwandlung ist. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Zumindest erscheint ja, ich glaube, es ist ein bisschen nach der Phantasmagoria 1-Ära zumindest entstanden. Das ist nicht ganz so dilettantisch, ist aber immer noch unfreiwillig. Vor allem laufen, ja, unfreiwillig sind die ja alle mehr oder weniger. Damals hatten sie einfach keine Ironie. Sie haben das alles bierernst gemeint. Bierernst gemeint. Und es war ja vielleicht sogar damals auch ein bisschen, es hatte ja Spannung und es war ja wahrscheinlich intensiv, so gut wie Spiele es damals halt sein konnten mit beschränkten technischen Möglichkeiten. Wir werden mal, wenn wir es durch haben, ich suche irgendwo den Spieletest damals aus, PC Games oder so, wahrscheinlich von Colin geschrieben, der hat sie alle geschrieben anscheinend. Ja, da müssen wir auch mal gucken, wahrscheinlich war das wirklich von Colin ein Test, der würde mich nicht wundern. Oder so, ich gebe 68%. Ja, alle Reviews war einer, der sagt, da hat der Reviewer aber keine Ahnung gehabt. Das sind immer die, wo Colin... Das also das ist zumindest das, was er sagt, dass er immer aufs Maul kriegt. Möglich? Möglich. Gut möglich. Die Filme sehen besser aus. Schloss Ritter. Schloss Ritter in Rittersberg. Da war jemand nicht originell, oder? Nee. Nimm einfach dasselbe nochmal. Entschuldigung, haben Sie meinen Jungen gesehen? Jürgen Ritter. Das Haus von Jürgen Ritter. Sag mal, fangen all diese Spiele mit dem Zoom auf dem Fenster an? Ist da jetzt Adrian Delaney dahinter? Oder ja, was das ist sind los? Die Spiegel. Fenster sind die Spiegel Bayerns. Sagt man ja. Ah, Fenster. Was wir heute Spiegel nennen, war Fenster damals. Genau. Fenster, das kommt sicher auch noch. Oh, hoffentlich. Es gibt sicher viel bayerisches Lokal Kolorit. Kolorit. So. What is Fenstern? Du musst auch bedenken, wir spielen jetzt die deutsche Synchro. Ja? Gabriel Knight, ein Autor, der in Bayern wohl firmiert, um anscheinend eine Geschichte zu schreiben. Im Original hat er eben nur Englisch gesprochen. Ja, und ist zu den Deutschen hingegangen, die so ein gebrochenes Englisch sprechen. Hier spricht er aber Deutsch. Kannst du trotzdem aber wahrscheinlich nicht verstehen. Das ist interessant. Ich würde fast gerne auch nochmal die englische Fassung sehen, weil man da sicher dieses krude Englisch-Deutsch dann auch hat. Ja, es ist komplett andere Ausrichtung. Oh, die wollen ihn rauswerfen. Der hat die Miete nicht bezahlt und wahrscheinlich hat er das Ding geliehen, oder? Hat das Farbband sich Farbbänder mitgehen lassen im Lokalen. Guck mal, der schreibt einfach nur sein eigenes Buch ab. Ja. Ey, so würde ich es auch machen, wenn ich ein Erfolgsbuch geschrieben habe. Ja? Na und? Ist ja auch von mir. Schreib einfach nur zwei dahinter. Gabriel Knight ist ein Hübscher. Ja. Sehe ich doch von hier. Sehe ich trotz der wenigen Pixel. Er hat ein bisschen den Imbab-Mittelscheitel oder so, ne? Imbab, da, ba, Bayern. Du, da, ba, du. Imbab, da, weiß, weiß. Edmund Stoiber. Nun haben wir ein Normalverhalten. Der Bär lebt im Wald, geht niemals raus und reißt vielleicht ein bis zwei Schafe im Jahr. Und herausfällt. Ah! Ich bin so schlecht. Hatte ich selbst gerade eine Überzeugungsschelle? Ja. Herr Knight? Oh. Was Urs? Da sind ein paar Leute, die Sie sehen wollen. Ist die nicht? Ja, bitte kommen Sie doch. Was ist los? Sie benehmen sich schon den ganzen Tag komisch. Bitte kommen Sie mit.
Und bitte vergessen Sie nicht den Talisman. Sie müssen ihn immer bei sich tragen. Ich dachte, es ist immer wichtig, Hosen zu tragen, wenn man an die Tür geht. Aber ein Talisman? Nee. Siehst du, sie trägt auch keinen. Das verdammte Ding ist schwer. Ich bitte dich. Schwer. Das ist wie... Naja. Vor allem... Okay, es ist wirklich groß. Ja. Oh. Hallo zusammen. Sollten das nicht Fackeln sein? Hä? Guten Abend, Herr Knight. Ich bin Werner Huber. Bitte vergeben Sie uns die späte Störung, aber Sie müssen uns anhören. Was kann ich für Sie tun? Das ist mein Vetter, der Huber Sepp. Er hat einen Hof in der Nähe von München. Um die Wahrheit zu sagen, Herr Knight, wir brauchen den Schattenjäger. Den Schattenjäger? Warum brauchen Sie einen Schattenjäger? Ist es nicht Kammerjäger? Das ist wegen Sepp hier. Vorgestern Nacht... Er kann in zwei Richtungen gleichzeitig gucken. ...zum Fenster des Hauses, um ihre Tochter Toni zu rufen. Es wurde bereits dunkel und man konnte wenig sehen. Ja, es war Tag. Aber wir haben den Gamma runtergedrückt. Filter draufgepackt. Und dann sieht sie einen Wolf. Einen riesigen Wolf, der sich auf das Kind zuschleicht. Wer lässt ein kleines Mädchen... Alleine dann so. Ja. Zu warnen. Wolf! Und dann hat die Bestie zugeschlagen. Und wer hat die Geschichte erzählt? Das frage ich mich auch seit Anbeginn. Ist schon gut, schon gut. Sie ist schnell gestorben. Ist alles gut, das Kind ist schnell gestorben. Und kommt von der Scheune gelaufen. Er sieht den Wolf. Er geht ins Haus zurück. Holt sein Gewehr und als er rauskommt, kein Wolf. Aber dafür? Und er hat fast das ganze Kind mitgenommen. Oh, fast? Ja. Wie furchtbar. Ja, ja. Er ist der bessere Schauspieler als Gabriel Knight. Auf jeden Fall. Deswegen sind wir die Tränensäcke hier. Machen die Hälfte der Arbeit. Ist die Polizei informiert? Bewegen ja, sich beide, sprechen einfach so die authentisch. Ich glaube, das war ein Wolf aus dem Zoo. Sie suchten und suchten, aber fanden nichts. Es ist nicht das erste Mal. Und wenn's nicht bald aufhört, dann wär's nicht das letzte. Ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Der Mörder war kein Wolf, ein Werwolf. Und Sie müssen ihn jagen und töten. Werwolf? Warum meinen Sie, war es ein Werwolf? Der Wolf... hat mir angeschaut. Und seine Augen waren die wie von einem Menschen. Der hat gewusst, was er tut. Der hat's gewusst. Tut mir leid, ich kann's nicht ernst nehmen. Aber der hat gewusst, was er tut. Ich hab ihm gesagt, dass wir neu. Warum schielt er? Sie tragen doch den Talisman. Hubesep. Sie sind doch der Schattenjäger. Oder nicht? Der schreibt die Bücher. Das ist doch nicht dasselbe. Bin ich. Aha. Wir kennen Sie nicht, Herr Knight. Aber wir kennen den Schattenjäger seit Jahrhunderten. Bei solchen Fällen gehen wir immer zum Schattenjäger. Sepp gehört zur Familie. Sepp, seine Frau. Kommen Sie. Das ein Drittel Kind, was noch über ist. Sie sich doch hier um. Schauen Sie, was da ist. Der Sepp und seine Frau ziehen zu ihrer Mutter. Sie können auf dem Hof wohnen. Aber ich hab doch hier meine sexy... okay. Na gut. Die war doch schon fast nackt. Ich kümmere mich für euch drum. Tu, was ich kann. Ich werde ihre Sachen packen. Gut, danke. Ich treffe euch dann im Dorf. Oh, danke, Herr Knight. Vielen Dank. Sag mal, sein... Also auch der Sohnemann, der Schildhahn ist oder so, ne? Der spricht mit so einem tiefen bayerischen Dialekt. Aber der Opa nicht so sehr. Der Opa ist weltmännisch. Der hat schon ein bisschen mehr gelebt. Ne? Der ja. spricht nicht mal so. Ey, ich brauche dringend so ein Deutsch-Bayerisch-Wörterbuch. Da habe ich voll Bock, dass wir das einfach lernen im Laufe dieses Spiels. Dieses Spiel mit Bart wird voll sein mit schlechten bayerischen Dialekten und ausprobieren und einfach mal machen. Ja, der Kaiser, der Schapapapa. Schapapapa. Schapapapa.
Ja gut, er kennt den Chapa-Papa, er kennt den Chapa-Papa, ja gut, er... Oh Gott, Leute, gewöhnt euch dran. Das ist er, das ist Gabriel Knight, der Schattenjäger. In diesem Dress werden wir ihn ab jetzt immer sehen, gehen wir von aus. Genau. Also aber er macht schon besser als seine Vorgänger. Er macht schon besser als die Vorgänger, obwohl er hat auch dieses zarte Lachs auf jeden Fall noch, oder zumindest ein bisschen ausgegraut, also es hätte vielleicht noch mal ein bisschen sexier von der Farbe her sein können. Dass sie immer so hässliche T-Shirts anhaben, Mann. Immer einfach nur ein plain T-Shirt, anstatt mal irgendwie noch ein Logo oder so. Na gut, ist ja wurscht. Ja, wir sehen es, die sind abfotografiert, oder? Nee, es ist doch schon ein bisschen gerendert. Ich würde sagen, so. Das ist ein Raum und der wurde ein bisschen bearbeitet. Ja, ich kann mit der Maus hier ein bisschen so herumgehen, zum Beispiel hier drauf klirken. Ich denke nicht, dass mich die Hubers in ihrem Schlafzimmer haben wollen. Warum auch nicht? Ja, also er ist auf dem Anwesen der Hubers, um zu checken, weil er der Schattenjäger ist, wo hat der Wolf die restlichen zwei Drittel Kind hingebracht. Ja, wo hat der Wolf die Locken? Wo der Wolf die Locken hat. Ja. A Kruzifix. Hubers sind wohl katholisch. Oh. Hubers sind wohl katholisch. Ja, natürlich. Ja, aber warum hängt das da? Ist das eine Klasse oder ist das ein Schulklasse? Schulraum? Na, es ist hier wohl der Naja, nein, muss ja auch nicht. Solange kein Kopftuch dreht, ist alles gut. Ich will kein Alibi-Lachen von dir. Ich brauche kein Alibi-Lachen. Ich brauche kein Alibi-Lachen von dir. Du brauchst kein Alibi-Lachen. Wenn der Witz gut ist, dann lachst. Ansonsten halt's Maul. Fucking shut up! Halt's Maul. Ich glaube, da stand der Dialog von, wie ist nochmal, Ottfried Fischer hier, der dicke Cop auf Tour. Der Bulle von Tölz. Oh. Benno, Hilfe! Mama, zum Hilfeschreien ist jetzt auch nicht gleich. Jetzt wahrscheinlich eine Bulle von Tölz mit die Matzkarte reinkommt, was so gut gepasst hat. Du hast sicher eine gute rausgesucht. Ich hoffe, es ist die beste. Mit seiner Oma, seiner Mutter. Ja, ja. Porzellan. Fast wieder heim. Okay. Ich kann. Was hängt da über dem Porzellan? Da ist nix, ein Nix. Kann man nicht erkennen. Ein Nix, eine Uhr. Das ist total faszinierend, dass sie wirklich Bayern genommen haben. Also von allen. Warum gerade? Na ja, gut, es wird einen Grund geben, das ist ja auch cool. Vielleicht gab es sogar Förderungen von Deutschland oder Bayern. Es gab immer Förderungen. Ja. Also es kommt aus der Zeit, selbst Uwe Boll hat ja Geld in einem Popo geschoben bekommen. Ne? Und solange Uwe Boll das nicht für House of the Dead bekommen hat, da hat es eben Jane Jensen für Drehen wir in Bayern das Zeug gekriegt. Also ja, warum nicht? Ist ja irgendwie lustig. Hier. Im Augenblick weiß ich noch nichts, was ich schreiben könnte. Ja. So ein Kamin, den kenne ich noch. Meine Oma hatte so einen. Oh. Wen soll ich denn anrufen? Das ist ein Dorfkamin. Ja. Dorfhauskamin. Wie funktioniert denn das? Na, das sieht nur so aus, dass einfach oben ist halt ein Herd und unten ist der Kamin und das sind so kleine halbrunde Kacheln. Okay. Das sieht aber nur komisch aus. Das hat keinen bestimmten. Ich dachte, es sieht aus wie so ein Turm, so aber in Miniatur. Ne? Ja, du hast schon recht. Man könnte sicher mehr draus machen. Ne? Was ist denn hier? Architektonisch. Oh! Mit der Handykamera gefilmt, mit einem Nokia-Klotz gefilmt. Und ich wette, er packt die Zeitung gleich zur gleichen Stelle wieder zurück. Ja, ich glaube auch. Seine Haare machen mich übrigens fertig. Oh, siehst du einen Wolf mit zwei Köpfen? Ja. Nee. da rechts, wer ist das rechts? Das ist Kriminalkommissar Leber. Natürlich, aber. Ich klicke mal drauf. Freistadt Bayer Zeitung übrigens. Sieht ein bisschen aus wie Hoeneß vielleicht. Kleines bisschen. Oder Leber. Alfred Hitchcock? Oder? Haben die einfach nur. Also aus welchem Buch haben sie ihre deutschen Nachnamen geholt? Ja, es ist so. Leber. Was war das nochmal eben? Das große Buch der Substantive ist es, ja. Das, Nachnamen, wie Leber, sie nicht vorkommen. Hube. Warte, ich klicke mal drauf. Ich kann ja nicht viel davon lesen, aber da steht der Name von dem Zoo in Thalkirchen. Der Name des Beamten, der den Fall bearbeitet, ist Leber. Die Polizeiwache ist in der Nähe vom Prinzregentenplatz. Er kann zumindest ein bisschen lesen. Doch. Ja, man liest noch weiter, aber da ist nichts. Weil ich weiß, ich hatte auch mal kurz die Englische ausprobiert, da steht das genauso in Deutsch drauf. Also die Amis konnten das gar nicht lesen, was hier steht. Das ist nicht übersetzt für uns hier. Das habe ich mir gedacht, deswegen habe ich am Anfang mich auch gewundert, dass das Deutsch doch korrekt ist. Mhm. Normalerweise kennt man das ja, dass dann einfach wahllos Wörter und Sätze verbaut werden. Guck dir was an, wie da kommt der Deutsche. Schnieke-Kacke-Kören-Möhren. Schnieke-Kacke-Kören-Möhren. 3, 2, 1... Los! Stackenblack! Ja! Ja! Ich mein Nein, Stackenblacken! Leberkäse. Hier noch, dass die Polizei einen neuen Plan durchführt, basierend auf der Mithilfe von erfahrenen Fährtenlesern aus Übersee.
schon mal gelogen direkt in den Medien. So, also sie wollen nicht zugeben, dass sie in Wirklichkeit einen Werwolf-Spezialisten hinzugezogen haben. Nee, vielleicht gibt es Pferdenleser und Werwolf-Spezialisten. Oder ja? Es ist ein Pferdeleser, der aus den Organen eines Pferdes liest. Ich habe heute gerade meinen ganzen Wallach durchgelesen, ja? Der Wallach. Ja. Ja, naja. Also früher wurde doch in Tieren gelesen und das Pferd war der Roman, der Tierleser sozusagen. Da gibt es eine Menge. Ja, also Ratte ist mehr so ein Klo. Weißt du, die Karl-May-Bücher wurden erst im letzten Jahrhundert angefangen, in Papier geschrieben zu werden. Vorher waren die ein Pferd. Vorher waren sie auf Tieren. Ja. Wo die Schoschonen schön wohnen. Jetzt nicht die alte Bulli-Gags aufwärmen. Nein, das war die Schwester von Winnetou. In Chochi, ich weiß es nicht mehr. Aber weißt du, was du machen kannst? Du kannst mir jetzt eine schöne Bulli, Schoschonen oder irgendwas in der Art. Das kann ich machen. Die Schoschonen nicht schonen. Was? Ich habe einen unehelichen Sohn mit einer Schoschonen-Squaw. Um Gottes Willen. Dann habe ich einen unehelichen schoschonischen Neffen. So ein Schmarrn, du bist doch nur mein Blutsbruder. Ja, noch schlimmer, dann bin ich ein unehelicher Schoschone, der Blutsonkel. Das wird übrigens toll, wir können die ganzen bayerischen Verhunepiepelungen von der Bulli-Parade hier jetzt wieder einbauen. Das wird so lustig, ich werd alles voll machen. Und wahrscheinlich wird alles voll sein mit so Helmut Dietl, Kier Royal und so einem Schwachsinn. Alles voll. Ich schreibe zu mit meinem Geld. Mit meinem Geld. Immer, ich gucke mir diese Szene alle paar Monate gerne mal an. Geil. Die ist eine der besten Szenen überhaupt aus dem deutschen Fernsehen. Schau mal los. Ich mach dich nieder, Schimmerlos. Wenn du mich jetzt hier stehen lässt wie eine Deppen, dann mach ich dich nieder. Was? Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ja, Mario Adorf, besser denn je. At its best, ja. Kier Royal ist ganz geil. Na gut, gehen wir weiter. Herr Knight, die O2-Schlüssel sind neben der Tür. Vielleicht sollten Sie aber lieber nicht mit dem Wagen in die Stadt fahren. Gehen Sie doch durch den Wald mit dem Werwolf, von dem wir Ihnen gerade erzählt haben. Nehmen Sie die Straße nach Lochham. Parken Sie dort das Auto. O2. Und nehmen Sie die Bahn. Die Bahn. Danke für Ihre Hilfe. Hube. Geil, ich finde es super. Gefällt mir vom Setting ja irgendwie jetzt schon. Okay. Und wir haben erst einen hässlichen Raum gesehen, aber der Raum war schon besser als der erste Raum in Phantasmagoria. Ja, ey, also mit dem runden Tisch Aufwand, und den Kacheln. Und der Aufwand ist irgendwie schon fast schon logisch verbaut hier. Sind das die Schlüssel? Der Fuchsschwanz dann. Aber das ist schon strange, als hätten sie im Green das einen Hintergrund nachgebaut und im Green dann diesen Kram benutzen lassen. Wir haben ja gesehen bei den Making-ofs von Phantasmagoria, dass sie ja richtige Spiegel benutzt haben. Wir dachten ja, sie haben verschiedene Performances gemacht, sodass sie einfach alles nachmachen müssen. Aber vielleicht waren das auch richtige Spiegel und die haben einfach was anderes reinmontiert. Das war die neue Technik damals. Ey, wir können jetzt richtige Spiegel im Green benutzen. Aber guck mal, wie der ganze Raum, ich meine Farbe und so. Ja. Das ist wirklich nicht was war das denn? Gut ausgeleuchtet. Bist du mit der Jacke gepeitscht? Wir sind draußen. Ah, Fenstern! Da haben wir es schon. Man könnte Fenster und Frau Huber, ich komme. Die braucht man vermutlich, um die Blumenkästen in Schuss zu halten. Ja, klar. Du kennst dich nicht aus. Frau Hubers Blumenkasten wird in Schuss gehalten. Was ist hier? Die Blumen natürlich. Die Hubers haben es hier richtig hübsch. Vielleicht ein bisschen zu rustikal für meinen Geschmack, aber hübsch. Ja, immerhin, ne? Da kann ich nicht rein. Sieht doch arg rustikal aus. A Spuren? A Sack Zement? A Eimer? A Eimer. Wir haben den Schlüssel, wir können ins Auto rein. Kommen da wieder die Männer, die Adrian dann geschoben haben? Ja, gute Frage, weil das ist ja ein echtes Set. Ja, ich gehe einmal erstmal weiter, bevor ich ins Auto steige. Mal gucken, ob hier noch was ist. Ein Waldweg. Da ist die Leiter zum Fenstern. Oh, was ist das denn? Ein Baum. Donnerbalken. Ein Baum. Umgestürzter Baum. So sehen weder Bäume noch umgestürzte Bäume, nichts sieht so aus. Sieht ja aus wie so ein riesiger Tausendfüßler, der versteinert ist. Als hat da jemand wirklich in Photoshop sich extrem ausgetobt. Nein, das hat noch nicht genug Äste auf derselben Höhe. War noch mehr. Ich habe ein neues Tool entdeckt, Copy und Paste. Wow. Wow. Ein Wassertrog. Jetzt brauchen wir gar nicht mehr. Der Boden da drüben ist ein bisschen schlammig. Ein Wassertrog daraus gemacht, okay. Hm.
Na gut, von mir soll es recht sein. Komm, geh in den düsteren, düsteren Wald. Wald, linke Seite. Dieses Waldstück zieht sich. Eine Menge Platz, um sich zu verstecken. Okay. Ich gehe mal wieder zurück. Kann ich hier irgendwie... Nee, da bin ich wieder beim Holz. Nee, das ist das Waldstück. Alles klar, so viel gibt es da anscheinend nicht. Let's use the car. Get in my car. I'm gonna drive. Was war unser Hinweis jetzt? Das in der Zeitung stand, wir müssen zum Zoo. Prinzregentenstraße. Prinzregentenstraße, ja. Ich weiß aber auch nicht. Oh, und oben, darauf achten, Punkte 5 von 6, 78 haben wir jetzt. Bezweifle, dass wir alle bekommen werden. Nee. Und wir haben immerhin eine Beschreibung, wie die Location gerade ist. Oh. Okay. Nach Thalkirchen können wir, nach Marienplatz und zum Prinzregentenplatz. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Prinzregentenplatz? Ich glaube ja, da war zumindest laut der Nachricht in der Zeitung. Okay. Laut dem Artikel. Gehen wir hin. Ist ja egal. Wir werden es merken. Da ist auf jeden Fall die Polizei. Ich denke, da sollen wir doch hin. Ja? Wollen Sie was von mir? Kann ich Ihnen was helfen? Guten Tag. Sind Sie hier der Chef sonst Ganze? Nein, der bin ich leider nicht. Ja, das war schön. Was? Also, was wollen Sie denn von mir? Na, super. Leber? Hä? Kriminalkommissar Leber? Ist der hier? Kommissar Leber? Und was wollen Sie von dem, wenn ich fragen darf? Ist der schwerhörig oder was? Wer? Sie sind... Was? Ich? Oh, ja. Ich? Richtig. Na endlich. Ja, wer bin ich? Ich hab da was. Wie auch noch zwinkert. Autor. Verstehen Sie? Bücher. Das bin ich. Ah, oh, mit diesem schiefen Lächeln. Möchte man Ihnen gleich die Dienstwaffe ins Gesicht rammen. Kommissar Leber, bitte. Sie da, möchte noch einer Bücher verkaufen. Wir mögen ja alle ein Bilderverkaufer. Bilder? Hat schon ein Buch. Und ein anderes braucht er nicht. Nein! Der hat nämlich einen Haffer zum Tor. Was? Er ist zu beschäftigt. Er ist zu beschäftigt. Auf Wiedersehen. Alter, was für ein Spacko. Ich brauche einen bloß umdrehen, da hinten ist die Tür. Richtig, danke. Tja, Bücher lesen, sowas. Die Dialoge sind ja, das ist ja göttlich. Genial. Ich glaube, das kann auf Englisch nie so gut sein wie auf Bayerisch. Sie haben es so gemacht, dass er ihn nicht verstehen kann, indem sie die dicksten bayerischen Dialekte draufgepackt haben. Was gucke ich denn heute? Ist er da heute Mittag? Ich weiß nicht, Irmgard. Ah, dann mache ich einen Kalbsbraten mit breiten Nudeln und einen Rosenkohl. Ah. Das war also... Wir wollten jetzt mit dem Chef reden, der hat aber keine Zeit, weil ja, was wir wollen. Genau, Leber, okay. Ich will kein Buch kaufen. Ne? Ja, so hat er es verstanden. Auto. Ja. Und wir können jetzt auch anscheinend nicht hin, weil es ausgegraut. Es hat im Moment keinen Sinn, dorthin zurückzugehen. Alles klar. Ich kann auch nicht mal versuchen, dort jemanden zu beschwatzen. Beschwatzen. Wir können Marienplatz und wir können Thalkirchen. Ich glaube, Thalkirchen war der Zoo oder sowas, ne? Du. Gehen wir mal hin. Gehen wir einfach mal hin. Was macht er denn da? Füllt er sich einen Haufen Müll in seine Bauchtasche? Nee, der füttert jetzt die Verwaltung. Siehst du doch. Ach so, er ist ein Zoo-Mitarbeiter, der perspektivisch sehr, sehr klein gerade geworden ist. Hier, der hat doch auch was Mysteriöses vor. Ja. Da wäre ich vorsichtig. Der mit hat der was Hand vor in der Hose. Affen. Zack, zack. Hier. Yeah. Das sind doch keine Körner, weißt, die der da rausholt. Was das Geheimnis ist? Das ist keine Tasche, sondern führt direkt in seine Unterhose. Da ist keine Trennwand. Das Ding ist ein Läuse. Hä? Daneben nicht? Na gut. Du kannst mir mal am Arsch lecken, du blöder Wolf. Wolf. Geh halt wieder, ja. Mach ja schön, ja. Mach mal, knuspert er jetzt selbst eins? Er hat eins gegessen, oder? Ne, warum nicht? Ah! It's no big deal. Ah! Ja, so lecker Wolfsessen.
mit seinem Bollerwagen, wie Kasimir von Hallo Spencer. Ja, die denken wirklich, wir haben keine Elektrizität hier in Deutschland. Wir haben diese hochklassige Szene leider gerade knapp verpasst, wo Gabriel hier angekommen ist, hier Zooverwaltung. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet, aber das ist nicht der Ausgang. Steht Ausgang ist eines der wenigen Wörter, die ich kenne. Okay. Ah, die Sprache der Wölfe. Canis lupus lupus. Wie bei Dr. House. Ja, es ist immer Lupus. Ja. It's lupus induced kidney failure. For lupus nephritis. It's lupus. 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 It's not lupus. Canis lupus lupus. Europäischer Wolf. Schön, lesen kann ich auch. Sehr gut. Warum auch nicht? Raus. Kann ich hier. Ah. Oder ist es wieder das Schild? Ich weiß nicht. Nee, oder? Das ist ein anderer Bereich, ne? Ah, da, guck mal. Hm. Wolf! Hallo! Hier, Wolf! Komm her, Wolf, komm, komm her. Komm her, komm her. Komm her. Ach, so ist das. Ja. Genau wie auf der Highschool. Sag mal, der macht für mich irgendwie so ein bisschen den Eindruck, jemand, so der ein bisschen auf den Zug ist gerade, ne? Der hat so eine sehr ausgeprägte Mimik, er wackelt immer ein bisschen mit dem Kopf. Ja, er ist sich seine Haare sehr bewusst. Zu bewusst. Oh, 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 hier. Oh, es passiert was. Da. Der hat noch etwas mitgebracht. Kann ich mit ihm reden? Kommt noch. Der muss erstmal landen. Erzählen Sie mir, was? Der kann doch kein Englisch. Entschuldigung, sind Sie ein Tierpfleger? Ja. Gut. Ich bin die Königin von England. Ja, Pfeile? Pfeile? Ja, stell eine! Okay, oh, Multiple Choice? Wow. Thomas, Wölfe, fehlende Wölfe, beenden. Da fehlen Wölfe, ist mir nicht mehr aufgefallen. Achso, okay. Ob Wölfe fehlen. Ob weil ja, ah ja, weil wir einen vermissen. Genau, erstmal, bist du denn der Thomas, der eher aussieht wie John Junior aus Kalifornien? Was ist das denn immer? Nee. Zwischendurch so ein anerkennendes... Ja, das ist eine typische deutsche Mimik. Man kann sich auch ein bisschen was drauf einbilden, wenn man hier der Leckerlieferteiler ist im Wolfsgehege. Das ist sicher der einzige Minijob überhaupt. Wahrscheinlich. Ich klicke mal drauf. Arbeiten Sie schon lange hier? Thomas, seit fast einem Jahr. Ein Jahr? Wow. Ja. Sie waren geworden. Ungeheuer ruhig in dem Zwinger. Wilde Tiere bringen Sie nicht aus der Ruhe, was? Die Wölfe sind recht träg am Tag. Oh. Naja, ich weiß, was das bedeutet. Nee, was? Hä? Warum guckt er denn so gerade? Aha, ja, natürlich. Das ist aber für mich ist ganz faszinierend, träge. Dass er Bayerisch zum Teil versteht, aber sonst kein Deutsch. Aber Bayerisch gerade so, das hat was Englisches. Es ist vielleicht so ein bisschen so wie bei mir mit Holländisch. Wir haben holländische Verwandte, mütterlicherseits von der Familie her. Es ist also quer über Holland verteilt. Und wenn man zu denen hingeht, man versteht, was sie sagen, könnte aber nie im Leben das lesen oder nachsprechen. Mhm. Ja? Hört sich ein bisschen wie so eine Babysprache ist Holländisch. So wenig. Allemaal hard go luisteren. Want de mensen die denken dat wij Mongolen zijn, zijn zelf een stelletje Mongolen. Hardcore is leven. Wij zijn hardcore. En hardcore will never die! Wie konnten die Wölfe eigentlich ausbrechen? Mei, der Dr. Klingmann sagt, dass das Tor nach der Nachtfütterung offen war. Was glauben Sie? Das Tor ist schwer, schließt automatisch. Vielleicht ist es blockiert worden von einem Stor. Oh. Ich weiß nicht. Oder von ich bin einem halben Kind. Ich bin froh, dass ich nicht gewesen bin. Der Wärter, der nachts hier gearbeitet hat, der ist... Was? Oh, gefeuert. Nachgeschmissen haben sie. Vielleicht müssen wir den besuchen gleich. Ich denke auch, es wird darauf hinauslaufen, dass man mit dem mal reden muss. Irgendwo ist wahrscheinlich der alte Mann, der in Nipawomset wohnt. Ja, war auch gleichzeitig der Wolfswärter hier. Ist rausgeschmissen haben. Thomas, sag doch noch mal was über dich. Wie kann man denn so jetzt mit Anfang 40, ja, der erste richtige Job, den du dir geholt hast, liegst deiner Mutter nicht mehr auf der Tasche, aber
Denkst du, das ist es schon, ne, Thomas? Denkst du, das ist es? Er guckt auf jeden Fall sehr selbstzufrieden, als ob er schon alles erreicht hat im Leben. Ja, das ist, weil der das Wolffutter klaut und mit nach Hause nimmt. Er hält für einen ganz Schlauen. Die Nährstoffe, die drin sind, die machen so, so ein natürliches Hai, ja? Das sind so die Wolfsendorphine. Er raucht das. Ab und zu auch mal einen Wolf essen. Sind ja zwei. Das fällt oder, ja kaum auf. Naja, oder wenn du die Wölfe natürlich in ihrem natürlichen Habitat lassen willst, ein bisschen so wie bei den Kröten, wie die Leute die Kröten lecken, damit sie das Sekret zum Hai machen. Oh, und was nur sehr wenige Menschen wissen, ja, die Schildkröte ist auch ein ganz natürlicher Saugnapf. Passt mal auf. Habt ihr gesehen? Sie klebt. Ha. Ich sehe, sie haben ein Walkie-Talkie. Ja. Der Zoo ist groß. Wer gibt die normalerweise Anweisung über das Ding? Jesus? Die Kirche, die Veterinärstation. Wenn es sehr wichtig ist, dann ruft mir der Herr Dr. Klingmann sehr oft auch höchstpersönlich. Dr. Klingmann? Das meine ich, Dr. Klingmann. Mhm. Entweder ein Schnitt oder er sagt noch was. Das ist aber interessant, Schnitt. Nicht diese Sekunde. All das Gespräch hätte auch eine durchgehende Videosequenz sein können, aber es ist eben Interaktivität. Ist okay. Das werden wir auch so machen. Ich wollte ihn Klingmann. Dieses, so auch so ein Frage, Spiel ja. machen. Wir werden irgendwann auch ein FMV-Spiel machen. Bestimmt, ja, das sagen wir. Wir planen es dann irgendwann, wenn wir Spiele mit Bart so ausgereizt haben, werden irgendjemand kann uns dann spielen. Ja? Spuren. Spuren. Bayerisch ist eine sehr gute Idee für das nächste, für unser eigenes Spiel oder für unser FMV-Spiel, wenn wir es denn machen. Bayerisch ist eine super, merke ich gerade, wahnsinnig gut. Wenn Bayerisch, wir können, Sächsisch, oder hast du schon die Hälfte? Bist du Sächsisch einer mit dabei? Ja, die Hälfte des Humors hast du dann schon durch den Dialekt. Dr. Klingmann, was ist denn hier los? Die Hälfte des Landes schaltet ab gerade. Hi, wie heißt du? Billy. Billy wer? Ja, aber das ist ja der Osten dann, der abschaltet. Na, wir sind alle eins. Ich könnte die Grenze nicht mal mehr eben nachmalen. Okay. 16 Bundesländer, ne? Ja. Keine Ahnung. Wer ist dieser Dr. Klingmann, von dem Sie sprachen? Der Dr. Klingmann ist der Leiter. Das Wolverine Klingmann. Nee? Also muss ich mit ihm reden, um die Wölfe aus der Nähe zu sehen. Probieren Sie es, aber er wird es nicht erlauben. Vielleicht. Wo kann ich ihn finden? Drüben, im Verwaltungstrakt. Danke. Okay. Mm-mm. Glaubst du, die haben... Hey, danke für Ihre Hilfe. Passt schon. Passt schon. Ihn finde ich super. Passt schon. Glaubst du, die haben Bayerisch erfunden damals als Dialekt, damit man nicht merkt, wenn sie besoffen sind? Du meinst so, dass egal wie hackedicht du bist, es ändert sich nicht viel. Na? Ich wette, du kannst doch noch dreimal immer noch genau so reden. Wahrscheinlich besser als vorher. So wie ich mit mehr Bier auch besser Englisch sprechen kann. Ich denke, dass es irgendeinen Zusammenhang hat. Das stimmt, das ist so ein bisschen. Also ich muss auch erstmal nicht hier auf Betriebstemperatur kommen, wenn du mal nur mit Leuten auf Englisch oder sowas sprichst. Zumindest ich muss mir erstmal ein bisschen warm reden. Und das ist vielleicht dann bei Situationen, die gegebenenfalls ein bisschen Alkohol mit dabei auch haben. Alkohol. Ich verabscheue das. Guten Tag, Frau Lang. Der Lampe gehört auf dem Tisch. Das ist übrigens, ich habe für dich auch ein Weinglas mitgebracht, aber du hast ja das Bier Man sagt ja eigentlich Bier auf Wein, lass es sein, aber ist doch scheißegal. Wein das auf Bier, ist ja nicht euer. Ich schlaf bis 4. Das habe ich vor. Ich muss vor allem heute gleich noch arbeiten. Heute ist ein langer Tag, aber den zelebriere ich mit diesem Highlight des heutigen Spiel mit Bart. Es geht langsam in Richtung Abmoderation. Genau. Denn wir sind tatsächlich mit dieser Folge fast am Ende. Aber ihr merkt auch, wir kommen so langsam rein. Und ich glaube, ihr habt gesehen, dass das Spiel Potenzial hat bis zum Mars, ey, bis zum Pluto. Es ist auf jeden Fall blöde Witze machen. Obwohl es an sich eine ähnliche Ausrichtung ist wie die Phantasmagoria-Dinger. Komplett anderes Gefühl. Ne? Ja. Was sagst du denn jetzt? Wir haben in unserem Pantheon der Spiele mit Bart-Protagonisten. Rio nehmen wir mal erstmal aus, davon stimmt Uhr. Aber wir haben Adrian Delaney, nicht besonders clever geschrieben, aber immerhin hat sich gut aufgeregt. Wir hatten viel Spaß mit ihm. Dann haben wir Curtis Crack. Mit Curtis Crack hatten wir fast noch ein bisschen mehr Spaß. Curtis Crack ist wirklich schon sehr einzigartig. Mit all den Piercings und der Sadomaso und so. Ja, okay, was war noch? Gay und... Wir hatten noch Overblood. Overblood, ja natürlich. Res Carsey. Ah, Res Carsey, genau. Pippa! Das, wie gesagt, ein Spiel, das ich besser in Erinnerung hatte, als es dann war. Wir haben übrigens ja auch noch zugeschickt bekommen, vielleicht für irgendeine der kommenden Staffeln. Overblood 2 auf Deutsch. Mal gucken. Lisa, ich habe da kein gutes Gefühl bei. Ich auch nicht, überhaupt nicht. Das war nicht schlecht gut, sondern einfach nur belanglos langweilig. Irgendjemand hat in Reddit geschrieben, es gibt anscheinend die Möglichkeit, die Cutscenes zu überspringen bei Overblood.
Ja, hätten wir es mal gewusst. Hätten wir es mal gewusst, ne? Ein Spiel dauert 90 Minuten, eine Folge spielen mit Bart nicht, denn die ist zu Ende. Die ist jetzt zu Ende. Ja. Bis zum nächsten Mal.